Ja, nach dem 3:1 Testspielerfolg gegen Energie Cottbus bei mir Rico Preissinger. Rico, erstmal Glückwunsch zum Tor. Nochmal kurz vielleicht einen Rückblick auf die Woche. Wie war es für euch jetzt? Trainingslagerwoche ist abgeschlossen. Wie fühlst du dich? Ja, schon sehr platt. War eine sehr intensive Woche, denke ich. Wir hatten einige Trainingseinheiten, aber ich denke, wir haben alle gut durchgezogen. Und heute auch nochmal konnte sich jeder über 45 Minuten dann alles rausholen, was drinsteckt. Und dementsprechend sind wir jetzt aber alle platt, aber sind auch dennoch, denke ich, dann mit dem Ergebnis ganz glücklich. Du hast selbst getroffen. Beschreib nochmal, wie das Tor entstanden ist. Ja, wie du dich vielleicht auch fühlst. Erster Treffer für den FCM. Wie ist es gelaufen? Das ist der zweite Treffer, aber... Entschuldigung. Es war ein langer Ball von Marcel Kostli auf Torpedo. Der legt mir den Ball ab und ich bin schon im Tempo, konnte dann an Abwehrspieler vorbeilaufen und habe dann vielleicht ein bisschen Glück beim Abschluss, dass der Torwart die Beine aufmacht, aber bin glücklich, dass er reingegangen ist. War schon eine große Kulisse heute, ja. Über 1500 Fans hier im Barleben vor den Toren Magdeburgs. Ist es für dich so ein bisschen Neuland und wie hast du das so erlebt? Hat man das ein bisschen wahrgenommen? Viele wollten jetzt auch Autogramme von euch haben. Ja, man hat es auf jeden Fall wahrgenommen. Also bei einem Testspiel habe ich noch nie vor so vielen Menschen dann gespielt. Das war schon beeindruckend, finde ich, dass dann auch so viele Menschen hierher gekommen sind, um uns beim Testspiel zuzuschauen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht auch. Und ja, danach ist man dann natürlich auch gern für Autogramme oder Fotowünsche dann für die Fans, dann, die auch hierher gekommen sind, um uns zu unterstützen da. Der Trainer hat gesagt, das Schlimmste liegt hinter euch. Noch 3 Wochen Vorbereitungszeit. Was müsst ihr jetzt in dieser Zeit noch verbessern, beziehungsweise was müsst ihr noch umsetzen? Ja, ich denke, es gibt immer was zu verbessern. wir werden auf jeden Fall noch weiter an der Kondition arbeiten, denke ich. Die letzte Frische auf jeden Fall noch. Und das werden jetzt auf jeden Fall noch das Spiel, glaube ich, gegen Cottbus analysieren und dann wieder die Fehler, die dann eben entstanden sind, zum Beispiel jetzt beim Gegentor, werden wir dann noch analysieren und dementsprechend dann auch verbessern in den nächsten Wochen. Rico, vielen Dank. Morgen einen guten freien Tag und dann einen guten Start in die neue Woche. Danke dir. Vielen Dank.